Mein Name ist Imad Karim. Ich komme ursprünglich aus dem Libanon. Ich lebe in diesem Land seit 39 Jahren. Ich lese euch meine Geschichte vor. Und wir können anschließend darüber reden. An einem Montag, dem 5.12.77, traf ich als 19-jähriger Student in West-Berlin ein. Fortan begann ich zu studieren und zu lesen, viel zu lesen. Ich versuchte mich zu informieren über meine Umgebung, über die Menschen, deren Alltag ich von nun an teilen werde. Ich besuchte arabische Familien und ging mit ihnen grillen. Gemeinsam mit ihren deutschen Nachbarn legten sie die Fleischstücke auf den Grill, rechts Rind und Lamm, links Schwein und Würste. Oh ja, das Leben war schön, bunt und friedlich. Damals wohnte ich in der Weisestraße gegenüber dem Hasenheide Volkspark im Stadtteil Neukölln. Da gab es das Restaurant zum Jäger mit den besten Schweineschnitzeln, den Italiener mit den scharfen Pizzen und der heißen Ehefrau, den schüchternen Türken mit den leckeren Dönern und den eingebildeten Libanesen mit seinen angeblich besten Falafeln in den westlichen Hemisphären. Vor Jahren besuchte ich Neukölln und erkannte den Stadtteil nicht mehr. Ich dachte, ich befinde mich in Kabul. Die arabischen linken Freunde von damals sind heute alte, bärtige Männer geworden. Sie haben sich von ihren deutschen Frauen scheiden lassen und junge Araberinnen, meistens Cousinen von ihnen, die sie nach Deutschland holten, geheiratet. Alle Freunde von damals sind fromme und gläubige Muslime geworden, die felsenfest überzeugt sind, Deutschland wird in naher Zukunft islamisch werden. Und die Christen oder Juden, die nicht zum Islam konvertiert werden wollen, müssten den Kopfsteuer zahlen und sich damit abfinden, Menschen zweiter Klasse zu sein. Ja, wir müssen Hindus, Buddhisten und sonstige Götzenanbieter töten. Bitte verstehe uns nicht falsch. Wir haben nichts gegen diese Menschen, aber wir müssen Gottes Befehl folgen. Im Sommer 2015 ging ich mit meiner Frau in meiner badischen Stadt Türkisch essen. Wir bestellten uns ein Bier. Die Kellnerin erklärte mir, es gäbe hier in allen 8 Restaurants am Marktplatz keinen Alkohol. Und sie ergänzte, wer Alkohol trinke, sei schlecht und ohne Moral. Bald werde man dafür sorgen, dass Alkohol nur in den 4 Wänden zu Hause getrunken werden dürfe. Da wusste ich, ich bin im Begriff, mein Deutschland zu verlieren. Ich kam als Fremder nach Deutschland und es nahm mich mit aller seiner Kraft auf. Heute kommt Deutschland fremd zu mir und ich weine Bluttränen, weil ich es nicht schützen kann. Ich bin nicht mehr der 19-jährige Junge von einst. Aber ihr, meine Kinder, ihr könnt Deutschland noch retten. Stoppt den Siegeszug der Barbarei. Sagt Merkel und der gesamten politischen Elite, den Grünen, den Medien der Gerechtigkeit und allen, dass ihr entscheidet, wer zu euch kommt und wer nicht. Und vergisst nicht, mir mein altes Deutschland wieder zurückzugeben, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und ich fange mal an. Kennen Sie die Situation? Viele von denen, die ich kenne, ob sie aus Afghanistan oder aus Syrien oder aus Eritrea kommen, sind total ehrgeizig. Das gibt's bei uns deutschen, hier geborenen Menschen kaum. Eine solche Wucht an, ich will hier vorwärts kommen. Wir haben Menschen alphabetisiert, Frauen aus Somalia, Menschen aus Eritrea. Wir alphabetisieren Leute, die aus Afghanistan kommen und wirklich nicht wissen, wie man so einen Stift hält. Nach einiger Zeit können sie dann lesen und schreiben. Es macht mir wirklich Angst, wie Sie das Ganze mit Verlaub glorifizieren. Sie mystifizieren das Thema. Das ist ja fast eine göttliche Mission, wie Sie das beschreiben. Die Flüchtlinge, die alles Bestens wollen, alles Gutes wollen. Ich habe das Gefühl, Sie konstruieren eine Welt und Sie sehen darin eine Mission. Ich frage mich, wenn wir jetzt die Flüchtlinge nicht hätten, ob nicht der eine oder andere Depression bekommt, weil er diese göttliche Aufgabe nicht hat. Die Realität sieht anders aus.
Die Realität sieht leider anders aus. Es gibt großartige Menschen unter den Flüchtlingen, die neugierig, die was lernen wollen, aber das ist nicht die Mehrheit. Und egal, wie sie das formulieren und drehen, das ist nicht die Mehrheit. Denn wäre die Mehrheit so, wie sie sie beschreiben, hätten sie ihren Krieg in ihrem Land nicht angefangen. An einer Stelle möchte und muss ich dem Herrn Karim zur Seite springen, nämlich wenn es darum geht, die Ursachen der Migration zu differenzieren. Und der Herr Karim und ich sitzen hier als Migranten aus islamischen Ländern hier auch vorne. Wenn Sie sich die Diskussion außerhalb jeglicher Parteikouleur anschauen, die allergrößten Kritiker des Umgangs der deutschen Gesellschaft mit dem aktuellen Integrationsgedanken und der Migration an sich sind Migranten, die hier etabliert und assimiliert sind und aus islamischen Ländern kommen. Und es ist kein Zufall und es hat nichts mit rechten Grundhaltungen zu tun, dass ausgerechnet die Migranten, die schon hier sind und das hinter sich haben, den Finger in die Wunde legen und sagen, was hier läuft, geht weit an der Realität vorbei.